Hallo ihr Lieben, ich bin Marike von Makerist und wir nähen heute diesen super Turmbeutel zusammen. Das Besondere ist, der ist hier unten aus Korkleder gearbeitet. Super einfach zu verarbeiten und für Anfänger perfekt geeignet. Das Schnittmuster gibt's dazu, wo verrate ich euch am Ende. Also bleibt dran und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir haben hier unser Material, wir haben den Canvasstoff, das Korkleder, die Kordeln zweimal und die Ösen Ober- und Unterseite. So, wenn ihr jetzt alles zusammen habt, was ihr braucht, würde ich sagen, wir können direkt loslegen. So, wir legen jetzt das Korkleder rechts auf den Canvas, schön bündig, nähen dann hier gleich lang und wir stecken das Ganze mit Stoffklammern fest, damit wir nicht das Korkleder mit Stecknadeln beschädigen. Dann nehmen wir los, einmal gerade hier lang nähen. Und das machst du für die andere Seite dann genauso. Wir legen jetzt die beiden Teile rechts aufeinander, sodass die Kanten hier schön aufeinander treffen. Und das fixieren wir uns auch direkt mit Klammern. Den Canvas können wir ruhig mit Nadeln feststecken. Dabei ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier die Stelle markieren, die wir später offen lassen müssen für den Kordelzug. Wir nähen jetzt bis zur Markierung, lassen dann frei und nähen ab der zweiten Markierung weiter, einmal drumherum bis zur nächsten Markierung auf der anderen Seite. Da lassen wir dann nochmal frei. Sieht schon aus wie ein Turnbeutel. Was wir aber noch machen müssen, ist hier einmal ein bisschen die Nahtzugabe zurückschneiden, dass wir das besser wenden können später. Und hier noch einmal schön lang versäubern auf beiden Seiten, dass es nicht ausfranst. Und weg ist die Ecke. Beim Versäubern darauf achten, dass ihr hier eure Öffnung freilasst. So, jetzt ist unser Turmbeutel fertig. Wir haben die Ecken geschnitten, wir haben wunderschön versäubert und die Lücke freigelassen, ganz wichtig. Jetzt wenden wir den Beutel. Da füge ich einmal schön in die Ecken rein, hole mir die raus und versuche schon mal, die Ecken so gut wie möglich rauszudrücken. Das geht nicht immer gut, deswegen habe ich hier ein Lineal, irgendwas mit einer spitzen Kante. Es geht auch eine Schere, Hauptsache man piekst nicht zu sehr ins Material rein. Und damit drücke ich jetzt hier die Ecke noch ein bisschen weiter raus, dass es eine schöne Ecke wird. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Wir klappen jetzt die Oberkante einmal um, damit wir genau sehen können, wo der Kordelzug entstehen soll. Jetzt klappen wir so weit wieder zurück, dass wir rechts und links genau auf unsere Öffnung treffen. Und nähen dann hier einmal auf der rechten Stoffseite entlang. So, wir sind jetzt fertig mit dem Nähen. Wir haben hier alles schön umgenäht. Jetzt kommen die Ösen. Dazu markiere ich mir auf beiden Seiten die Position der Ösen im Abstand von 3 cm zur Unterkante und zur Seite. An diesen Stellen schlage ich mit dem Ösenstanzer Löcher ins Leder, setze die Ösen dort ein und fixiere sie mit dem Hammer. So, die Ösen sind jetzt drin, jetzt machen wir die Kordeln. Dazu nutze ich eine Sicherheitsnadel als kleinen Trick, sonst ist es super anstrengend, das durchzufädeln. Ich stecke die Sicherheitsnadel einmal in das Ende der Kordel und schiebe sie dann in den Kordelzug. Und dann schiebe ich die Kordel einmal drumherum durch. So ihr Lieben, mein Turmbeutel ist jetzt fertig. Ich finde das Nähen mit Kork hat super viel Spaß gemacht. Ich habe euch das Schnittmuster unten in die Infobox verlinkt. Guckt einfach mal rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich würde mich super freuen. Für weitere kreative Ideen abonniert unseren Kanal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!